Könnt ihr euch erinnern, wer in der Saison 2002, 2003 Hamburgs Amateurfußballer des Jahres war? Es war ein 18-Jähriger vom SC Concordia. Mittlerweile ist er ein gestandener Profi beim Zweitligisten SC Paderborn. Ich begrüße ganz herzlich Florian Mohr. Hallo Flo. Hallo, hi. Schön, dass du hier bist. Flo, du hast 2 Jahre bei Concordia in der Oberliga gespielt. Mhm. Marc Fascher war damals dein Trainer. Ist das im Nachhinein dein größter Förderer gewesen? Ja, muss man schon so sagen. Also ich habe ja in der Jugend auch schon bei Concordia gespielt und gar nicht so richtig erfolgreich. Wir haben nicht so hoch gespielt. Und ich war jüngerer A-Jugendspieler, habe in der A-Jugend-Sonderklasse, so hieß das damals, gespielt. Und ja, irgendwann kam Marc Fascher mal zu mir und hat gesagt, du, wie sieht's denn aus? Hast du nicht Lust, mal bei uns mitzutrainieren oben? Habe ich natürlich ja gesagt. Und ja, so hat das dann langsam angefangen. Ich habe am Anfang nur mittrainiert. In der Halbserie, nach der Halbserie, habe ich dann auch ein paar Einsätze bekommen. Und so hat das dann seinen Lauf genommen. Mittlerweile spielst du in der zweiten Liga bei Paderborn. Hast du noch Kontakt zu Marc Fascher? Ja, man hört sich doch öfter mal und ich habe noch Kontakt, ja. Concordia und die Oberliga haben sich in Hamburg ein bisschen verändert. Mhm. Concordia spielt nicht mehr im Stadion. Verfolgst du den Amateurfußball in Hamburg trotzdem noch? Ich probiere es schon. Also es ist mit Concordia gerade auch mit dem neuen Stadion, oder mit dem alten Stadion besser gesagt, dass sie da nicht mehr spielen, das habe ich schon mitgekriegt. Habe auch damals das Pokalspiel gegen Koblenz verfolgt, wo sie sich qualifiziert haben für den DFB-Pokal. Mhm. Aber ansonsten leider nicht mehr. Ich wäre ganz gerne mal nochmal zum Spiel gegangen. Allerdings, ich muss auch ehrlich sagen, ich kenne glaube ich keinen mehr, der da spielt. Von früher ist keiner mehr da. Von daher ist es ein bisschen schade eigentlich, aber ich bin so ein bisschen auf dem Laufenden bin ich noch, ja. Nach deinen 2 erfolgreichen Jahren beim SC Concordia bist du damals zu den Werder Bremen Amateuren gewechselt. Mhm. Hast dann auch bei den Profis mittrainiert. Wieso ist es dann nicht zum Bundesliga-Debüt gekommen? Ja gut, dafür gibt es natürlich immer mehrere Gründe. Ich bin damals als wirklich zu den Amateuren dahin gewechselt, habe gedacht, Ziel ist es, in einer Amateurmannschaft zu spielen. Klar, mit Thomas Wolter damals das gemacht, der war der Trainer der Amateure. Und es lief eigentlich von Anfang an sehr, sehr gut. Ich habe eine Woche bei den Amateuren trainiert, bin direkt im Profikader hoch. Mhm. Habe dann 3 Jahre da auch mit trainiert und war auch ein paar Mal im Kader dabei. Ja, woran es dann nachher gelegen hat, ich war einmal, glaube ich, knapp davor, habe mich dann leider verletzt. Ja, war es natürlich ein bisschen schade. Mhm. Trotzdem ist dein Aufstieg relativ gut verlaufen. Also erst Oberliga, dann bei den Amateuren und dann jetzt bei Paderborn in der zweiten Liga. Was ist dein Erfolgsrezept? Wie wird man Profi? Ja, so ein Erfolgsrezept gibt es natürlich nicht wirklich. Ne? Also jetzt kann ich sagen harte Arbeit, jetzt kann ich sagen Talent, jetzt kann ich sagen Glück. Es gibt natürlich mehrere Gründe. Ne? Also, welcher Faktor ist bei dir am größten? Ja, harte Arbeit ist schon so. Also ich mache viel, probiere mich immer zu verbessern, auch selbstständig so ein bisschen. Klar, wie gesagt, es gehört auch, hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Glück gehabt, hätte ich vielleicht auch mal in Bremen gespielt. Also es ist, ja, es, wie gesagt, es kommen mehrere Sachen zusammen und Profi werden, das ist wirklich, da gehört so viel dazu heutzutage und manchmal geht es ganz schnell, manchmal dauert es ein bisschen länger. Ich bin froh, dass ich es jetzt wenigstens geschafft habe. Jetzt bist du bei Paderborn Stammspieler, seit mehreren Jahren, also in der dritten Liga und so jetzt auch in der zweiten Liga. Du hast jetzt deinen Vertrag gerade für 2 weitere Jahre verlängert. Hast du nicht auch das Ziel, dann langfristig in der Bundesliga zu spielen? Ja, also es war für mich ein guter Wechsel. Ich habe das letzte Jahr in Bremen, das 4. Jahr. Ich wollte eigentlich nach 3 Jahren schon wechseln. Mein Vertrag lief nur 3 Jahre. Ich hatte aber ein sehr gutes Verhältnis auch zu Thomas Wolter, zu dem Trainer der Amateurmannschaft. Und er hat mich damals so ein bisschen überredet, 1 Jahr noch da zu bleiben. Es ging um die Qualifikation für die neue 3. Liga. Mhm. Habe das dann gemacht. Und wir haben es auch geschafft. Wir sind aufgestiegen. Es war aber klar, dass ich danach den Verein wechseln werde. Und ich wollte eigentlich direkt in die 2. Liga wechseln, das hat nicht so richtig geklappt. Und dann kam Paderborn, die hatten eine sehr gute Mannschaft, sind gerade abgestiegen, wollten unbedingt wieder hoch. Das Konzept hat mich überzeugt und deswegen war das im Endeffekt auch gut. Wir sind direkt wieder aufgestiegen, haben eine sehr gute Mannschaft und da passt das schon, ja. Jetzt hast du in der letzten Saison 21 Spiele bestritten, hattest zwischendurch ein Verletzungspech. Das war eine alte Verletzung, die Achillessehne. Hast du das mittlerweile in den Griff bekommen? Ja, es war natürlich schon ärgerlich. Ich bin in dem Aufstiegsjahr von Paderborn, habe ich alle Spiele gemacht, die Relegationsspiele gegen Osnabrück. Ich habe, glaube ich, 20 Minuten gefehlt insgesamt. Dann spielt man endlich in der 2. Liga, wo man hin möchte. Ne? Und dann hat man so eine Sachen. Gerade von Anfang an hatte ich das, die ersten 5, 6 Spiele ausgesetzt. Durch die Achillessehnengeschichte, ich hatte das mal vor 5, 6 Jahren, auch mal so eine Reizung. Damals noch bei Concordia. Genau, bei Concordia. Das ist so eine hartnäckige Geschichte. Man weiß halt nicht, wann es weg ist. Es ist nicht wirklich schlimm, aber man kann halt auch nicht spielen. Ne? Und deswegen war es schon für mich sehr ärgerlich. Dann war ich gerade wieder drin, habe wieder gespielt. Dann habe ich mir das Innenband im Knie angerissen. Dann war ich wieder 8 Wochen raus.
Dann war ich wieder drin, da ist wieder was passiert. Also es war dieses Jahr, war schon so, muss man schon so ein bisschen solchen Jahr. Trotzdem habe ich natürlich immer noch 21 Spiele gemacht. Dafür, dass ich so viel verletzt war, ist das auch noch ganz in Ordnung. Aber ich möchte natürlich diese Saison mehr spielen. Jetzt hast du für die nächsten 2 Jahre erstmal einen Vertrag und wir hoffen natürlich auch, dass du gesund bleibst. Hast du dir denn auch langfristig noch weitere Gedanken gemacht? Was machst du vielleicht nach dem Fußball? Worauf hättest du vielleicht Lust? Ja, also im Moment ist es wirklich so, ich bin jetzt im Profifußball richtig angekommen, sage ich mal. Ich habe es zwar in Bremen mitbekommen, aber es ist immer noch was anderes, wenn man in der ersten Mannschaft dann auch spielt, so wie es jetzt der Fall ist. Und ich setze im Moment, ich konzentriere mich voll auf den Fußball und bin dann auch noch nicht so alt. Also so richtig Gedanken habe ich mir noch nicht gemacht. Klar, man hat so ein paar Vorstellungen, was dann möglich wäre. Aber im Moment zählt für mich nur Fußball und jetzt will ich erstmal meine 2 Jahre erfüllen und dann mal gucken. Wir wünschen Florian Mohr eine verletzungsfreie nächste Saison und hoffen, dass er bei Gelegenheit auch mal beim SC Concordia im neuen Stadion vorbeischaut. Tschüss und auf Wiedersehen.